Yu-Gi-Oh! Duel Links Leaks Fresh of the Press direkt am Morgen. Ich bin noch groggy. Let's go. Gleich vorweg, wir haben hier, ein großer Leak ist es ja nicht. Wir wussten es ja schon, dass D-Clan kommt, war ja in dem ersten Trailer schon drinne. Jetzt kommt hier nochmal, mit welchen Karten er spawnt. Wir haben hier die Liste, die in dem Stream gezeigt wurden. DDD, Doomking, Armageddon, DDD, Savant, Kepler, DDD, Savant, Galilei, DDD, Supreme King, Kaiser, dann eine Trap, DDD, Human Ressource und Performer Pal, King Bear. Ob diese Karten was taugen, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier den DDD Doomking Armageddon. Ich finde den nicht so gut, aber in Kombination mit DD Savant Kepler als Monster-Effekt kann man sich ein Dark Contract von seinem Deck auf seiner Hand suchen und die Dark Contracts searchen dann Armageddon. In Kombination mit dem Skill ganz nice. Der wurde nämlich auch geleakt, das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, dass dem Pendle Mechanic fehlt ein Skill. Nun ist DDD nicht wirklich dafür bekannt, unheimlich viel zu pendeln, weil die einfach viel Spezial beschwören. Das aktuelle DDD-Deck sieht halt so aus, dass du die Fusionsmonster machst und am Ende auf dem Alexander landest, dem Synchro-Monster, der sich dann übelst hart bufft. Für die DDD-Monster, die da auf dem Feld liegen, hat dann irgendwie 6000 ATK oder so. Also ist nicht so Pendulum-Fokus das Deck. Und jetzt haben wir hier aber einen Skill, der den Pendulum-Summon supporten soll. Vor allen Dingen das größte Problem, Going First, ist ein bisschen slow, weil du so viele Ressourcen brauchst. Ich lese einmal den Skill vor. Also am Anfang addest du dir die Pendulum Zones. Das ist für DDD relativ wichtig, weil du dein Feld relativ voll hast mit all den dunklen Contracts, die da auf dem Feld liegen. Wenn die die Scales blockieren würden, das wäre relativ... Also das ist schon mal eine Voraussetzung, damit das überhaupt funktioniert. Und dann wähle ich ein DDD Doomking Armageddon von meiner Hand und packe es auf mein Extra-Deck. Das heißt, jetzt habe ich nur noch drei Karten in meiner Hand, Going First, und der King Armageddon liegt auf meinem Extra-Deck. Der Armageddon ist ein Level 8, aber die DDD-Monster sind in der Regel sehr high-scalig und low-scalig. Also hier, man sieht es bei Galilei, Scale 8 und Savant Kepler, Level 10. Das heißt, man kriegt den schon noch raus. Aber der muss halt auf der Hand sein. Das heißt, du musst irgendwie mit einem Contract anfangen, um den zu searchen. Oder was ein Contract searcht, was dann wiederum DDD, Doomking, Armageddon searcht. Aber okay, wir müssen mit denen auf der Hand anfangen und packen ihn dann in unser Extra-Deck. Dann wähle ich ein DD-Monster von meinem Feld oder, was eher stattfinden wird, vom Deck. Ich wähle ein DD-Monster von meinem Deck und packe es in die Pendulum-Zone. Das bedeutet, ich bin jetzt erstmal plus minus 0 gegangen. Ich habe ein Monster verloren an mein Extra-Deck, den King Armageddon, und packe eins von meinem Deck in die Scale. Okay, das ist schon mal nice. Das ist schon mal nice. Seine Effekte sind negiert. Und am Anfang des nächsten Turns hole ich alle Karten, die in meinen Pendulum-Zones liegen, zurück in mein Deck. Also am Ende geht man minus 1 tatsächlich, aber es hilft dem Going First Play. Dieser Skill kann nur benutzt werden, wenn ich das Duell beginne mit einem Deck, was ein oder mehr DDD Doomking Armageddon beinhaltet, als auch 6 oder mehr DDD Pendulum Monsters. Das Extra Deck zählt nicht. Ja, also die DDD Monster, ich glaube, so splashable waren die eh nicht, die haben eine sizable DDD-Package gespielt. Das heißt, für das DDD-Deck wird das gar kein Problem. Die wollen natürlich verhindern, dass du das in reguläre Panel-Decks splasht, weil die natürlich dann hier das Anime-Deck promoten wollen von D-Clan. Ja, meine Meinung zu dem Skill fixt das Problem Going First für DDD-Pendel, enabled die Pendel-Plays für DDD. Ich finde fragwürdig, dass man dann die Karten alle in sein Deck returnen muss, weil du bist ja, plus minus 0 gegangen, kann man das so sagen? Ja, du bist schon plus 1 gegangen, das ist schon ganz nice. Ja, I guess ist dann die Frage, wie lange bleiben die DDD-Monster da in den Scales anyway?
So gut kenne ich mich mit DDD nicht aus. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Bleiben die Scales da oder returnt man die anyway? Zerstört man die irgendwie? Kann man die eh bouncen oder so? Das ist die Frage. Ich kenne mich mit DDD leider nicht so gut aus. Aber es klingt erstmal für Going First ganz nice, wenn man den Skill aktiviert. Und der DDD Doom King Armageddon, also das ist ja der Big Payoff. Man könnte den ja dann Pendel Summon. Was sagt DDD Doom King Armageddon? Ist das ein gutes Bossmonster? Im Scale, also der Scale 4, und im Scale sagt er, ich kann ein DD-Monster, was ich kontrolliere, wählen und es erhält 800 ATK bis zum Ende des Spielzugs. Wow. Also kein Monster, was ich scalen will. Und als Monster-Effekt, einmal pro Spielzug, wenn ein Monster, was ich kontrolliere, durch einen Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kann ich eins der zerstörten Monster wählen und der DDD Doom King Armageddon erhält die ATK bis zum Ende des Spielzugs und er hat Base 3K, das heißt, der wird ein Big Beefy Boy. Er kann aber leider dann nicht direkt angreifen. Das ist manchmal so ein bisschen kritisch. Das ist so das Vision Held Trinity Syndrom. Big Bunga Bunga ATK kann dann aber nicht direkt angreifen. Das heißt, da muss ein bisschen was in ATK-Position liegen, um für Game zu gehen. Und er kann nicht zerstört werden durch Zauber und Fallen, die ihn nicht direkt targeten. Das heißt, sowas wie Lightning Vortex könnte Doom King Armageddon nicht zerstören. Aber wenn etwas ihn direkt targetet, dann kann es zerstört werden. Ist okay. Das ist so ein bisschen Unga Bunga. Ich habe das Gefühl, mit dem Alexander haben wir schon Unga Bunga Potential. Doom King Armageddon hat nur so ein bisschen Protection. Die meisten Effekte, vor allen Dingen, er sagt ja nur Spell Traps, also Monster Effekte, kannst du ja alles mit ihm machen. Generell Spells und Traps outen ihn relativ easy. Dann protected sich nicht mal so gut. Weiß ich nicht, ob das der Big Payoff ist. Die Frage ist, ob der Skill, ja, going first, aber DDD ist eh ein Combo-Deck und hatten, glaube ich, noch nie große Probleme, going first zu gehen. Das Endboard, auf was sie dann gelandet sind, hat sich aber halt nicht selbst protected. Also das krasseste, hallo Katze, auf dem Spielfeld war halt dieser Alexander mit irgendwie 6000 ATK, aber den konntest du ja auch dann irgendwann killen. Einfach wenn du die anderen Monster platt gemacht hast, dann wurde er auch schon low ATK. Also ich finde, der DDD Doom King Armageddon ist jetzt nicht die beste Karte ever. Mal gucken, wie es dann aber tatsächlich wird. Ich war auch schon mal wrong, kann passieren. Mal schauen. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt ein bisschen Performer Pal Support, der hier geleakt wurde. Performer Pal King Bear. Freunde, ich muss lachen. Die Karte ist so fucking good. Not. Trash, Alter. Performer Pal King Bear. Er ist ein Level 6. Enabled Rank 6 Plays. Ist aber Scale 7, was dann nicht funktioniert mit den ganzen Level 7 Odd-Eyes-Karten. Oder höher levelig. Also, ja, vielleicht spielt man das Deck ja auf Rank 6 Basis. Das kann natürlich in Zukunft sein, weil einfach der Rank 6 Pool in Duel Links so viel besser ist. Aber an sich, der Scale ist nicht geil und ja, Level 6 ist okay, I guess. Der Name Performer Pal Sky Iris beschützt die Karte in deiner Zone. Ich lese mal die Effekte. Also wenn man ihn scaled, einmal pro Spielzug in der Endphase, wenn diese Karte aktiviert wurde, zerstöre sie und wenn du dies tust, adde ich ein Level 7 oder höher leveliges Monster, was entweder im Friedhof ist oder in deinem Extra-Deck Face-Up. Das heißt, search nicht mal vom Deck und addet mir in der Endphase was zurück. Er destroyt sich, also die taggen im Prinzip gegenseitig aus. So geil ist das nicht, um ehrlich zu sein. Also der Scale-Effekt und sein Scale sind halt nicht so gut, außer du fokust wirklich Level 6 Monster in irgendeiner Form. Dann sein Monster-Effekt. Er kann nicht durch Fallen und Zaubereffekte zerstört werden, während er in Angriffsposition liegt. Das ist actually ganz nice. Nicht durch Spells und Traps zerstört werden.
Es gibt Spells und Traps, die zerstören nicht unbedingt. So, ich denke jetzt sowas an wie Karma Card, was banished oder so. Aber das ist actually okay. Das Ding ist aber, willst du halt einfach ein 2200 ATK-Monster draußen haben? Also da müsstest du ein bisschen Attack-Buff machen, was er dann auch selber tut. Wir lesen weiter. Diese Karte kriegt 100 ATK für jedes Performer-Pal-Monster, was du kontrollierst. In der Battle-Phase only. Gut, wir haben in Duel Links nur 2 weitere Monster-Zones. Das heißt, er bedeutet, er ist maximal auf 2,5 ATK. Also müsste ihn noch mit anderen Performer-Pal-Karten in irgendeiner Form buffen. I don't know. Ist jetzt nicht die Karte, die wir unbedingt gebraucht haben für das Performer-Pal-Odd-Eyes-Deck. Sagt mir doch, was ihr von den neuen Leaks haltet, ob ich hier komplett wrong bin und ihr denkt, alter Schlomo, what the fuck, das ist der most broken shit ever hier, der Performer-Pal. Der Skill finde ich okay, aber vielleicht ist er nicht nur okay, sondern amazing. Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. See ya!